Jo, er hat sich immer noch komisch bewegt. Und liegen noch Infos rum. Ja. Mal, Digga, kann ich dich hier etwa auch noch ausquetschen? Tatsächlich? Komm mal her. Was weißt du denn? Dr. Bella. Ich suche nach dem Gesundbrunnen-Center, einer Genklinik. Schon mal gehört? Das war alles. Tu mir nichts. Okay. Mann, der ist zusammengesackt wie eine halbe Bohne. Ja, und du hast ihn jetzt noch an deinem Schuh mitgeschleift. Echt? Ja. Ich hab Scheiße mit mir rumgezogen. Wow. Sah nicht schön aus. Hier sind noch Credits. Hey, wo ist mir hier? Ja, doch hier hinten, aber das sind so normale. Achso. Ja, hopp. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, das ist ja nicht weit. Da können wir mit dem Auto hinfahren. Du willst mit dem Auto hinfahren? Ist ein Auto ja, hier? Ja, hier bei mir steht einer. So ein schöner Hambi. To be white. Es ist sehr gefährlich, was du da machst, Schatz. Bei mir sieht es in Ordnung aus. Bei mir nicht. Ich weiß, ich sehe es. Ja, das war das gleiche so mit dem Flugzeug. Hey, ich hänge mich mit dem Seil hinten dran und dich ja, hinterher so ziehe. Wie Darkness. Ich krieg davon aber keinen Orgasmus. Okay. So wie Darkness. Ah. Aber mal ganz akkurat der Straße nach. Aber das Ding fährt sich wie ein Schulbus. Hä? Ja. Sieht ein bisschen nach. Sagten irgendwas Schmutziges. Ups. Ich glaube, ich habe einen Zivilisten überfahren. Hey, die Drohne habe ich nicht mehr ganz gekriegt. Dafür zu viel rumgewackelt. Ja, passt. Brunnen vor dem Tor, da steht ein Lindenbaum. Oh, meine Frau stellt mich genau da ab, wo ich nicht mehr weiter schießen kann. Entschuldigung. Mein Mann schießen, habe ich was gegen. Das war's. Nee, noch nicht ganz. Und da kommt noch ein Tank. Also auf wen oder was schießen die? Genau, die Granate hast du toll geworfen. Ja, der Familienplanung kannst du vergessen, Digga.
du nervst. Sag mal, bist du hier durchgepackt? Ja, ich konzentriere mich da. Kein Schnips, kein Scham. Der schießt dieses Scheißding auf einen. Ja, ohne Saft nichts los. Nö. Irgendwie da. Hier unten. Bei uns. Gut, wir haben wieder nach unten. Und hier rein. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich arbeite schon so schnell ich kann an Ihren Monstrositäten. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich bin nicht von Sentinel. Mein Name ist Nomad. Ich will Ihnen helfen. Tja, ich brauche keine Hilfe. Mir geht es sehr gut hier. Mit meiner Arbeit. Ihr Virus tötet da draußen die Menschen. Ich bin hier, um zu verhindern, dass alle sterben. Gott sei Dank, Sie gehören wirklich nicht zu denen, oder? Ich will Sie hier rausholen, um an einem Heilmittel zu arbeiten. Davon habe ich schon lange geträumt. Nein, wir sind viel schlimmer. Chance, es wieder gut zu machen. Gut, gehen wir. Halt! Es wäre sinnlos, ohne meine Versuchsergebnisse zu gehen. Kommen Sie mit, wir holen Sie uns von den Servern. Ja, wie Sie meinen. Wir oder ich? Mit meiner Frau. Ja, wir beide. Sind, wer sind Sie dann? Nee, im der Moment muss... bin ich vor allem jemand, der will, dass die Leute in Arrow One überleben. Sie müssen verstehen, ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Die Forschung war rein theoretischer Natur. Sie können sich einreden, dass eine Person mit einer Waffe braucht, um eine Theorie in die Praxis umzusetzen. Eine Person wie Sie, nehme ich an. Naja, egal. Gottes Vergebung ist das Einzige, was mich interessiert. Ich werde dir nicht vergeben, Digga. Ja. Ja, ja, ja. Ich musste warten, bis er runter ist. Da wären wir. Ich werde etwas Zeit brauchen, um alles zu überspielen. Machen Sie nur, ich halte Ihnen den Rücken frei. Halt hier ist eine Tür? Oh, halten Sie mir die vom Leib! Durchhalten. Wer denn? Die. Ach Quatsch, Mann. Müsst ihr dich jetzt mal platzieren? Danke. Schießen können. Machen Sie einfach. Machen Sie einfach. Kontakt. Position ermitteln. Wieso hat sich Bumm gemacht? Hilfe! Die wollen mich umbringen! Ich bin dran! Was? Ich bin dran, ihn umzubringen? Oh, jetzt hat's Bumm gemacht. Oh, du musst nachladen. Er kommt zu dir. Muss ich nachladen? Positionssätze. Okay, gut. Das müsste alles sein. Gut. Dann nichts wie weg hier. Ich
bring sie nach Arrow an. Draußen steht noch einer. Ich kann gar nicht früh genug rauskommen. Nicht mehr. Okay, haben wir hier irgendwo einen Helikopter oder so? Da hat irgendjemand was reingeworfen. Ja. Ah, da bist du, du. Bisser. Ja. Richtung Süden. Okay. Hast du den Typen mit? Ja, er müsste mir automatisch folgen. Der hier noch hockt. Vielleicht kommt er erst bei Reichweite. Los jetzt. Jetzt folgt er mir. Er ist schon gezielt zu mir gelaufen, ist deswegen. Vielleicht hat er irgendwie seinen Anschluss verloren. Könntest du bitte schneller gehen, Typ? Geh noch nicht mal jemanden. Halten Sie mir die vom Leib! Durchhalten! Ich bin dran! Ich bin dran! Durchhalten! Weiter, weiter, weiter. Und Abflug. Soldat sagte etwas von Typ 2, als die Gefangenen aussortiert wurden. Mann, Mann, Mann. Hat eine Pissnelke. Vor den Entführungen danach gefragt. Das Virus zielt auf bestimmte genetische Marker, die bei den Selbstversorgerfamilien auftreten. Aber ich sagte ihr, dass das Virus bei Patienten mit Diabetes unvorhersehbar ist. Ein gezielter Massenmord. Wie eine Bombe, die nur den Teil der Bevölkerung tötet, der Gene sie als Feind ausweisen. Beeilen wir uns. So Gott will, können wir diese Layla für Emmett retten. Der Schiss wegen so ein paar Wolves, die da reinkommen. Hat der Schiss wegen ein paar Wolves, die da reinkommen? Mhm. Glaubst du ja nicht. Wenn der Doc nicht so wichtig wäre, würde ich jetzt abspringen. Böse, Schatz. Böse. Aber hey, die Wissenschaftler sind auch nicht mehr das, was sie früher mal waren. Ja, die weißen Kittel sind nicht mehr mit Bleichen. Naja. Und ihn nicht wieder umbringen. So wie es den anderen. Darf ich mir wohl ewig anhören. Ja. Ist er schon rein? Nee. Da ist er. Schulz, ich habe Ballard. Ich sollte Sie auf der Stelle töten für das, was Sie getan haben, Sie Stück Scheiße. Machen Sie, was Sie wollen, aber je länger Sie hier rumtoben, desto weniger Zeit bleibt uns, um Leben zu retten. Also legen wir lieber los. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich weiß, Sie hatten keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Bringen Sie mich zu den Erkrankten, dann kann ich mir ein Bild machen. Gehen wir. Und danke, dass Sie mich da rausgeholt haben und dass ich jetzt helfen kann. Danken Sie mir mit dem Heilmittel. Natürlich. Ah, der ist ein Arrow Wound, hätte ich nicht gedacht. Ehrlich? Mhm. Was?
Mads, wie geht es Ihren Leuten? Dieser Arzt wird aus seiner eigenen Schöpfung nicht schlau. Ich verstehe das nicht. Die Krankheit wurde so konzipiert, dass sie nur Leute mit denselben genetischen Markern angreift, wie die ersten Testpersonen. Spezifische Familien aus den Selbstversorgergemeinden hier. Aber es gibt eine Variation. Das Virus ist mutiert. Sie Idiot. Was ganz normal ist. Der Mann, den ihr umgebracht habt, Emmett. Er war keiner von uns. Er war ein früherer Mitarbeiter von Skelltech. Er wurde entlassen, als ein Computer seinen Job übernommen hat und ist dann bei Kyle und Layla eingezogen. Dann kann das Virus jetzt jeden befallen. Mist, was können wir tun? Nun, ich brauche die Original-RNA des Virus. Coleman ließ die Proben zu einer sicheren Einrichtung irgendwo auf Cole Island bringen. Dort gibt es auch die nötige Ausrüstung, um das Virus weiter zu verbreiten. Sie müssen sie zerstören, falls ich versage. Ich kümmere mich drum. Die Einrichtung ist stark befestigt, inklusive Luftabwehrsystem. Angeblich wird sie von den Wolves bewacht. Ach, das sind Lappen. Die Mannschaft schafft es schon. Ich bin bald zurück. Das soll uns jetzt abschrecken, weil das von den Wolves bewacht wird, ja? Ja. Yeah. Mhm. Das wäre mir neu, aber gut, reden wir nicht drüber. Wo ist denn das Ding? Keine Insel rechts. Ah ja. Am Lake. Lake. Aha. Ja. Den habe ich nicht. Musst du vorspringen. Okay. Dann springe ich schon mal vor. Oma Banga! Ja? Komm ich hinter mich hinter so hinterher. Dann, genau. Kommen wir mal Heli. Eis auf Luftabwehr. Ja, wo einer aus der Community schaffe, vorher die Luftabwehr mal kaputt zu machen, oder? Ja, also Fiana, Dioskuren, Niki, ihr wisst Bescheid. Erstmal Luftabwehr Niki, ausschalten. Das ist gut, Schatz. Das ist gut. Luftabwehr ist ein Witz gegen die Titanbäume. Ja. Ja, wenn du da nicht aufpasst, machst du ein kleines Büschchen deinen ganzen Helikopter kaputt. Jetzt, du fliegst sehr verdächtig. Ich fliege sehr verdächtig. Anscheinend. Links landen. Es sind zwar welche, aber es sind nur zwei. Oh, ich hab Pelikan geschrotet. Oh. Da. Es tut mir leid, Digga. Au! Oh.
Das zensiert selber? Ehe. Wolltest du was sagen? Du hast so um die Ecke geguckt. Wolltest du irgendwas sagen? Nein. Nein? Nein. Wirklich nicht? Mhm. Okay. Diana war schon unterwegs und hat schon alle abgeschaltet. Hätte ich doch früher fliegen können. Ja, aber sieh mal, so konnten wir wenigstens ganz in Ruhe landen. Diana hat formidable Arbeit geleistet. Auch wieder was. Ah, hat keiner gemerkt. Ganz sneaky reingeglitten. Pelikan unterwegs umgebracht. Nur weißt du, sie hat eine andere Landezone freigemacht vom Gegner. Das, wir sind einfach an der falschen Stelle gelandet. Ach so. Sorry, war mein Fehler. Ach so. Ey, sie hat sich bloß nur die Mühe gemacht, weißt du? Dann ist da noch nicht mal.